Servus, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Video. Heute soll es mal wieder um das Thema Solarpaneele bzw. um das Thema Solarenergie auf Wander- und Trekkingtouren gehen. Grundsätzlich ist es ja so, dass die Hersteller uns beim Thema Solarenergie eine Menge versprechen. Das hört sich immer so an wie, packt euch ein Solarpanel an den Rucksack und ihr seid wochenlang, monatelang autark unterwegs. Ihr könnt euer Handy laden, eure Drohne laden, eure Kamera, euer Laptop laden. Alles funktioniert mit einem Solarpanel. Und ja, auch wenn sich das alles gut anhört, haben wir in der Vergangenheit auf diesem Kanal schon das ein oder andere Solarpanel mal genauer unter die Lupe genommen. Da war zum Beispiel das Leaf Mini des österreichischen Herstellers Sunnybag und wir haben uns auch den großen Bruder, das Leaf Pro, angesehen. Beides zwei durchaus gute Solarpaneele, die allerdings leistungsmäßig auch ihre Grenzen haben und genau da ist dann auch das große Problem, beziehungsweise da liegt der Hase im Pfeffer, wie man so schön sagt. Wenn ihr euch ein Solarpanel für eine Trekking- oder Wandertour zulegt, dann solltet ihr schon genau wissen, was ihr braucht, wo ihr unterwegs seid und wie lange ihr unterwegs seid. Je nach Tour gibt es nämlich so einen Kipppunkt. Oftmals ist es nämlich wesentlich sinnvoller, eine große Powerbank wie diese, 10.000 mAh Powerbank mitzunehmen oder eine 5.000er oder eine noch kleinere. Wenn ihr quasi in den Hütten eure Energie nachladen könnt, ist das sicherlich die sinnvollere Alternative, weil diese kleinen Solarpaneele doch schnell an ihre Leistungsgrenze kommen. Und in dem Zusammenhang möchte ich euch heute mal das neue Sunnybag Sun Booster 28 vorstellen. Das ist ein relativ großes Solarpanel mit sehr, sehr viel Leistung, das heißt sehr, sehr viel, es hat 28 Watt. Und ist das neueste Solarpanel aus dem Hause Sunnybag. Und ich möchte schon vorab sagen, ich habe dieses Solarpanel jetzt einige Zeit im Einsatz und es ist das erste Solarpanel von den dreien, die hier auf dem Tisch liegen, wo ich wirklich sage, ja, das Ding kann man ernsthaft nutzen. Die Packung ist genau wie alle anderen beim Hersteller relativ einfach, simpel gehalten. Ihr habt ein 2x USB-A Ausgang, das steht auf der Verpackung drauf. Und dann habt ihr hier im Inneren der Packung auch schon das Solarpanel und das für Sunnybag typische Testzertifikat. Aus meinem Zertifikat geht jetzt hervor, dass am 10.05.2022 ein Test durchgeführt wurde und die versprochenen 28 Watt dieses Solarpanels werden erreicht. Genauer gesagt sind 28,1 Watt erreicht worden und das bekommt ihr bei jedem Panel der Firma Sunnybag dazu. Ansonsten befindet sich auch noch ein Aufkleber in dem Paket und dann kommen wir auch schon zum Solarpanel selbst. Das Sun Booster 28 ist wie gesagt das neueste Panel aus der Sunnybag Faltpanelreihe. Es gibt noch das Sun Booster 14 mit 14 Watt, das Sun Booster 21 mit 21 Watt und das Sun Booster 28, das neue, hat also 28 Watt. Diese 28 Watt setzen sich aus 4 Faltelementen zusammen und jedes der einzelnen Faltelemente hat, wie gesagt, 7 Watt. 4 mal 7 ergibt 28 Watt Leistung. Vom Optischen unterscheidet sich das Panel keinster Weise von den anderen Geräten. Ihr habt auch hier überall die Ösen, um dort Karabiner oder Schnüre zu befestigen. Ihr habt eine wetterfeste, abriebfeste und absolut wasserfeste Außenbeschichtung. Und das Gewicht liegt mit 940 Gramm natürlich schon relativ weit oben an der Skala. Was die Abmessung betrifft, sprechen wir von einer Länge von ca. 64 cm, einer Höhe von 31 cm und einer Dicke von exakt 2 mm. Genau wie alle anderen Solarpaneele von Sunnybag hat auch das Sun Booster 28 die bekannte Elektronikbox, in der sowohl die Power-LEDs drin sind, die euch quasi anzeigen, wie gut ihr das Solarpanel in der Sonne platziert habt, anhand der Farbe. Und hier drin befindet sich eine kleine Elektronik mit einer sogenannten Autostartfunktion. Wofür braucht man die? Bei modernen Smartphones ist es einfach so, insbesondere beim iPhone, wenn ihr das Smartphone direkt an dem Solarpanel laden möchtet und kommt dann zum Beispiel auf der Wanderung in einen schattigen Bereich,
dann unterbricht natürlich das Solarpanel den Ladevorgang und das iPhone startet ihn anschließend nicht wieder automatisch, weil dort im Kabel quasi in der Elektronik eine kleine Sperre drin ist. Man müsste das Kabel abziehen, wieder anstecken und dann beginnt letztendlich wieder der Ladevorgang. Um dieses nervige Rumgehampel mit dem Kabel eben zu umgehen, gibt es hier drin eine kleine Elektronik, die diesen Leistungsabfall erkennt und dann beim iPhone halt elektronisch ein Neuankoppeln initiiert. Und das ist hier eben verbaut. Das ist eines der wichtigsten Features. Ansonsten kann man das Problem natürlich auch umgehen, indem man mit dem Solarpanel eine passende Powerbank lädt und dann das Handy an die Powerbank anschließt, dann hat man quasi so einen kleinen Puffer. Natürlich müssen wir in einem solchen Review auch über die Dinge sprechen, die mir persönlich nicht so gut gefallen, beziehungsweise die mich eigentlich auch ein wenig nerven, wenn ich ehrlich bin, oder anders ausgedrückt, denen ich einfach nicht traue. Ein Problem sind in meinen Augen die Ecken. Dieses Solarpanel wird extrem heiß, allein schon durch seine Größe und die schwarze Beschichtung, wenn es länger in der Sonne liegt. Und wenn man es so aufstellt, wie ich es hier gerade halte, quasi die empfohlenen 30, 45 Grad je nach oder 5 Grad, je nach Sonneneinstrahlung, dann liegt das Gewicht natürlich hier unten auf den Ecken. Das kann man jetzt hier sehr, sehr schön sehen. Und ich habe einfach Angst, dass das Material hier irgendwann den Geist aufgibt, einreißt. Ich weiß nicht, wie stabil das ist. Da fehlt mir mit diesem Panel einfach die Langzeiterfahrung. Aber ich hätte mir gewünscht, irgendwie hier unten mehr Stabilität drin zu haben. Auch die Ösen, wenn das heiß ist, das Panel, und man bewegt die Ösen ein wenig, dann knarzt das so ein bisschen. Das hört sich an, als wenn darunter eine Plastikfolie bricht oder sich ablöst. Ich weiß nicht, wie lange das Ganze hält. Noch hält es. Aber das sollte man jedenfalls meiner Meinung nach erwähnen. Ein anderer wichtiger Punkt ist diese Elektronikbox. Die hat zum einen noch immer USB-A. Und wir sind heute in der Zeit, wo die meisten Geräte eigentlich USB-C haben. Und so muss ich mir hier wieder einen Adapter mitnehmen oder einen Kabel, USB-A auf USB-C. Ich hätte mir gewünscht, wenn schon zwei USB-Anschlüsse, dann vielleicht einmal USB-A und einmal USB-C oder letztendlich zweimal USB-C, weil das ist einfach heute Standard fast bei allen neueren Geräten und das finde ich dann schon ärgerlich, wenn gerade bei einem Gerät, was noch nicht so lange auf dem Markt ist, hier wieder auf USB-A zurückgegriffen wird. Bleiben wir auch gleich mal bei der Box mit der Elektronik. Ich zeige euch das jetzt mal im direkten Vergleich mit dem Leaf Mini. Hier habt ihr die Box letztendlich fest verbaut und beim Leaf Mini habt ihr die ganze Elektronik hier an so einem kleinen Kabel. Und ich finde dieses Kabel wesentlich praktischer und auch sinnvoller. Meiner Meinung nach könnte das Kabel noch mal locker 5 bis 10 cm länger sein, weil es einfach ermöglicht, das Solarpanel zu platzieren und dann die Box so zu legen, dass ich die LED gut ablesen kann und auch die Geräte vernünftig an das Panel anschließen kann. Das Problem habe ich nämlich hier, wenn ich das Solarpanel aufklappe und so platziere, kann ich nicht mehr vernünftig die LED ablesen. Und um sie abzulesen, müsste ich sie ja zuklappen, was die Leistung reduziert, dann stimmt meine Anzeige nicht mehr. Also die Box hier auf dem Panel fest zu verbauen, finde ich nicht ganz optimal gelöst. Und da hätte ich mir wirklich gewünscht, dass die Elektronik auch da wieder in Form dieses typischen kleinen Kästchens vorhanden ist und wie gesagt mit einem etwas längeren Kabel. Was die drei von mir gerade angesprochenen Punkte angeht oder Probleme angeht, ist das sicherlich Jammern auf sehr, sehr hohem Niveau. Unterm Strich hat Sunnybeck mit dem Sunbooster 28 ein solides Solarpanel auf den Markt gebracht, das sich auch erstmals im Alltag wirklich sinnvoll nutzen lässt und das auch preislich nicht übertrieben ist. Wenn euch allerdings die kleineren Modelle interessieren, weil das Sunbooster 28 euch einfach zu schwer ist, sprich das Leaf Mini oder das den größeren Bruder Leaf Pro, dann schaut gerne unten in die Videobeschreibung. Dort habe ich meine anderen Reviews auch nochmal verlinkt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns hoffentlich bald in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis dahin, ciao!